Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transport FIFA 2 Schönbau Finkenzell. Hier hatten wir letztes Mal aufgehört bei einer Einfahrt des TEE Intercity in unserem Bahnhof. Und wir hatten ja in der letzten Folge den Part da drüben. Ja. Und in der Folge heute würde ich den Part auf der anderen Seite nehmen. Und lass uns so einfach mal losfliegen, aus dem Ort raus und dann mal schauen, was uns da so erwartet. Oh, hier durch die Häuser durch, ihr seht, da ist einiges. Ui, 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 ui. Oh, 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 geht ein bisschen was. Oh, so. Gut. Auf der anderen Seite, wir hatten ja letztes Mal das Sägewerk, ne? So. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, über die Gleise, müssen wir noch ein Stück weiter fliegen. Ei, so viel. So, unter der Brücke durch, genau hier. Wir hatten das verlassene Häuschen. Ja. Und dann fliegen wir hier längs. So, schöne Allee. Jetzt haben wir zu beiden Seiten dieser Straße etwas. Fangen wir mal links an. Felder. Oh, hier hat man sich so seine Felder gemacht. Ist ja alles sehr landwirtschaftlich geprägt, habe ich ja bereits eingangs gesagt oder in der letzten Folge. Hier gibt es also noch Telegrafenmasten und halt Felder, Traktoren, Pferdewagen und so weiter. Und ihr seht auch die ganz alten Häuser hier. Ja, LKW fahren hier, machen viel Lärm. Busse fahren hier. Der Bus ist extrem laut, wie ich finde. Ihr seht LKW. Also hier ist tatsächlich ein bisschen Betrieb. Und hier ist so ein ganz altes Haus. Hier sind so ortsansässige Bauern. Ja, hier Generator, Öl, Traktor. Irgend so ein, keine Ahnung, Silo. Reste von Stroh. Ja. Alte Hütte. Nebendran auch. Dann sitzt man hier auf seinem Stühlchen, hat ein kleines Beet. Hier hat man seine Arbeit verrichtet. Ja, die Gabel steckt noch da drin. Ein kleiner Schuppen, Blumen. Also sehr schön. Und wenn wir mal reingehen hier, machen wir das mal so, wobei wir müssen hier lang gehen. Verteilerhäuschen und eine ganz alte Dorfkirche. Fährt auch ein LKW hier in die Gasse rein. Spedition Wichers. Seht ihr hier eine hölzerne Kirche. Ja, steht man davor, unterhält sich. Der Pastor ist da. Man plaudert. Denn ja, jeder kennt hier jeden. Klar, kleiner Ort. Und hinten dran ist auch ein ganz alter Friedhof. Der ist eigentlich gar nicht mehr in Benutzung. Der ist nur so in Gedenken. Ne? Deswegen sind es auch keine richtigen Gräber. So ihr wisst ja schon, so typische Gräber, sondern nur noch so die alten Steine und Kreuze. Leicht windschief, verwittert. Das ist hier so, ja. Und hier ist halt einfach nur grün. Ich sagte es ja schon mal, ich will nicht alles zugleistern. Ich mag es, wenn es grün ist. Und hier sind dann halt so die einzelnen Häuser. Ja, man kann also hier durchfahren. Und überall ist natürlich auch wieder ganz nach meiner Manier irgendwas gemalt. Fahrrad angelehnt. Hier grüner Vorgarten. Autos, selbst wenn man hinten rausgeht. Gärtchen, hier ganz klein. Trotzdem hat man sich ein Beet gemacht. Kompost. Ein paar Obstbüsche und ein Bäumchen. Ja, man gießt und man sticht ab. Und der Nachbar hat auch hier ein Gärtchen. Da sitzt man lieber draußen und ein paar Blumen. Ja, statt irgendwie Beete zu haben. Und die Rückseite der anderen. Und hier am Ende ist noch so ein kleiner Hof. Man bekommt Besuch hier von einem Bekannten. Pferdefuhrwerk. Oh, hinten kann man sitzen. Das war ja mal in einer dieser Schönbaufolgen live gebastelt. Da hatte ich das hier so alles hingebaut. Ne? Mit dem Tisch, glaube ich. Beet und so. Das hatte ich ja alles hingesetzt. Jetzt seht ihr also final, wie es aussieht. Und ich glaube, ist eigentlich ganz schön, oder? So jetzt am Ende des Tages. Wenn man hier mal von so hier guckt, wenn man so in Feldrandlage wohnt und nicht unbedingt an Heuschnupfen leidet, ist es doch sehr schön. Boah. Also so hast du hier die kleinen Häuschen hier am Ende der Straße. Nebenan, seht ihr, ist Betrieb. Ja, da ist eine kleine Gastwirtschaft. Ganz kleine. Ist open. Ja, das Schild sagt schon, geht mir hier hoch, geht rüber oder rein. Und da kann man sich hier sitzen und bekommt also richtig gut bürgerliche, echte Küche ohne Fertigbeutel oder Klöße aus der Tüte oder sowas. Das ist also hier noch, wird gut gekocht. Hausmannskost. Ist auch nicht viel auf der Karte, aber dass die wenige Auswahl Düste hat, die ist auch qualitativ hervorragend. Also da reibt sich jeder Sternekoch die Hände. Ja, der hat hier was geliefert. Sagen wir mal, Lebensmittel.
Oh, keine Tütensuppen. Oh, nächste Bahn kommt schon da wieder eingefahren. Das ist ja so die Linie von so einem kleinen Dampfbähnchen. Das hatte ich, glaube ich, ausgemustert im Moment. Ja, das ist im Moment geparkt, steht im Depot, deswegen ist hier nichts los. Ja, Nachbarn hier auch. Ihr seht es hier, draußen sitzen. Da ist hier so eine Art Schreiner oder sagen wir mal, der arbeitet vielleicht da in der drüben in der im Sägewerk. Oh, der hat sich hier was besorgt, baut was neu, wie auch immer, denkt euch aus, was ihr wollt. Auf jeden Fall hier so ein kleiner Abstellplatz. Hier kommt wahrscheinlich auch ein Parkplatz hin. Parkmöglichkeit hier auch. Hier war ich mir nicht sicher, das war die Schönbaufolge, in der ihr dabei wart. Da haben wir diesen Bulli gesetzt. Und hier war grün, ihr seht, ich habe jetzt noch im Nachhinein was gemacht. Und hier war ich mir noch nicht schlüssig, was da so hinkommen soll. Nach wie vor nicht schlüssig. Aber die Häuschen gegenüber. Ihr seht hier, hier hatten wir den Traktor reingestellt. Jetzt fahren hier auch diverse LKW rein und raus. Und ja, hier nebenan hatten wir ja das Lädchen. Ihr erinnert euch vielleicht. Starbucks, das sind auch Schild und hier Auslage dazugekommen. Leute. Und auf der anderen Seite ein Rohbau. Ich glaube, der war auch schon in der Interviewfolge mit Siri zu sehen. Oh, Traktor fährt durchs Feld. Neue Feldtextur von Mario Tator, ebenso auch die Sonnenblumen. Traktor von SM1. Rohbau von Ingo und so weiter und so fort. Ja, also hier baut man so noch ein Häuschen. Und hier neben alles eine Pferdekoppel. Die gehört zu diesem kleinen Grundstück hier. Also jetzt hier. Ja, haben wir extra eine Hütte. Ein bisschen Stroh. Ja, und hier gehört dem, das ist ein bisschen verwildert hier. Elektrokasten. Oh, eher so Schotter eingedeckt. Oder ist hier noch am Umbauen und so weiter. Deswegen sieht es also ein bisschen marode aus. Aber hier seht ihr für die Pferde der Unterstand. Hat nur so einen kleinen Tisch. Es ist jetzt nicht so gärtnerisch wertvoll. Aber man beschäftigt sich eher mit den Pferden und ist ansonsten viel wandern oder so. Man kann dann hier rausgehen, hier zu den Pferden rein. Und es ist halt immer mitten im Grün. Nett, oder? Oh. Ja, ihr habt es ja gesehen, hier fährt der Traktor lang. Die Felder, da oben ist er unterwegs. Ich weiß gar nicht, warum der immer so weiß blinkt. Oh, hier auch Felder. Hochsitz da hinten. Ich glaube vom Mediziner. Ja, wenn man dann jetzt hier mal so dem Weg folgen mag. Dann kommen wir hier an eine Kreuzung bei der Brücke. Und da haben wir eine kleine Gastronomie. Eine gastronomische Perle. Oasis de Bocadillos. Oh, die Brotoase. Da gibt es dann so belegte Baguettes und Ciabattas und dies und das. Sind gerade ein paar Leute da. Ja. Nebenan Getränkemarkt, auch Bebidas y mucho más. Ja. Getränke, noch viel mehr oder so. Ja. Und noch viel mehr. Und ja, Einkaufswagen stehen bereit. Hier hat man schon geholt. Cola, Limo, Bier. Ja, kann man so durchgehen. Also der örtliche Getränkehändler. Fährt der T3 von D-View aus dem Forum. Gibt es, glaube ich, in 5 Millionen verschiedenen Farben. Auch jetzt, soweit ich weiß, Taxi, Polizei, demnächst Follow Me, Bundeswehr und so weiter und so fort. Ja, der Bahnübergang, der auch schon in der einen oder anderen Eisenbahn-Feeling-Folge zu sehen war. Ja. So. Ja, wenn wir jetzt über den Bahnübergang fahren, dann kommen wir in so ein kleines landwirtschaftliches Gebiet. Da wird es interessant. Also hier ist so ein Fahrzeugmacher. Oh, seht ihr hier. Das ist eigentlich mein Depot für die Fahrzeuge, aber der passt gut hier rein. Ja, und hier ist jetzt ein großer Platz. Direkt am Bahnhof. Leider verweigert mir das Spiel hier beharrlich, das zu einem kombinierten Personen- und Güterbahnhof zu machen. Ich habe alles getan, was geht. Und eigentlich ist alles richtig. Es funktioniert aber nicht. Somit habe ich alles umsonst gebaut. Scheiße. Oh. Entschuldigung, ist aber so. Nichtsdestotrotz, ganz großes Verladegebiet für Landwirtschaft.
gehen wir mal so im Detail drauf ein. Hier ist also immer so ein kleiner Markt. Und da kommen die Händler alle an. Da gibt es auch extra so eine Wurstbude. Danke Peugeot Racer, dass sie jetzt hier stehen kann. Hier gibt es so Schuppen, da kann man auch Fahrzeuge unterstellen oder Dinge einlagern. Kann man sich mieten für kleines Geld im Monat. 800 Euro oder so. Ja, und dann kann man halt hier die Sachen auf die Züge verladen lassen, gleichzeitig aber auch hier anbieten. Kommen Großhändler, kommen Kunden, die Auslagen sind auch leer, da kommt natürlich noch Zeug drauf, ist ja klar. Und da kann jeder hier so kaufen. Also wie gesagt, nicht nur Großhandel, sondern auch der kleine Kunde kann hier mal gucken. Da gibt es dann von Bier über Milch, Käse, Honig, Brote, bis hin zu alkoholischen Getränken wie Korn, Obstbrand und sowas gibt es hier alles. Ja, ansonsten ist hier ein Lagerschuppen von Mario Tator. Da wird ja ein- und ausgelagert. Ja, da gab es mal irgendwie eine große Lieferung Zement von mir aus oder Pferdefutter eingelagert. Die Landwirte holen das hier ab. Also jetzt auch kommt man mit der Kutsche, mit dem LKW. Man redet. Ja, hier hinten ist Stückgutzählung, Bestandsaufnahme. Ja, hier Inventur vielleicht. Ihr seht, da sind Sachen untergestellt. Rasen. Dünger oder Samen. Ja, da guckt man, was also alles da wird notiert. Das wird demnächst abgeholt oder eingelagert. Ganz egal. So hier hinten. Ne? Hier vorne dann aber, wie gesagt, holen. Ja, die hier auch. Ihr seht es hier, Lebensmittel. Die liefern, die holen. Also hier ist ein bisschen geschäftiges Treiben. Nebenan kommt man also in einen Viehhandel oder in das Viehparkareal, nennt es wie ihr es wollt. Also auch hier werden Sachen für den Weitertransport abgeladen. Säcke, Obststeigen, Gemüse, aber auch Tiere. Die kommen dann in Viehwaggons, werden weiter verfrachtet. Klingt jetzt irgendwie nicht schön, aber ja, ist so. Pferde, Rindviecher, oh. Ihr seht es hier, ist auch viel Mist auf dem Boden, ja. Riecht auch nicht schön. Ist aber landwirtschaftlich. Und seht ihr, hier ist überall auch verteilt, schmutzig und so. Also sind die halt hier und werden dann auf die Züge verladen. Umlaufgang für Personal, Besen zum Fegen, was man so braucht, ja. Wasser natürlich für die Tierchen. Und hier werden zwei neue Rinder reingetrieben, kauen noch, ne, Wiederkäuer auch, ne, ist ja alles easy, entspannt. Ohne Ochsenziemer und Strom, so alles friedlich, nur mit sanftem Zuruf. Hier ist noch sanfte Landwirtschaft. Ja, das Areal hier ist schon betagt, ihr seht es hier, Boden geflickt, ausgebessert, gerissen. Hier sind die LKW der Bauern geparkt, hier wird neue Getreidefuhrer oder Stroh angeliefert, was auch immer. Hier werden Paletten aufgeladen oder abgeladen, wurscht. Und so ist halt also wirklich immer was zu tun. Schön wäre halt, wenn es tatsächlich auch echt auf die Züge geladen werden könnte, aber das Spiel zeigt mir den großen Stinkefinger. Schade. Musste ich leider einen zweiten Bahnhof bauen, zeige ich aber gleich. So, auf der anderen Seite hier nochmal so ein Unterstand von Mike C. So Sachen gelagert, auch hier. Ne? Wenn sie nicht im Nassen stehen. Hier ist nochmal so ein Viehunterstand, noch irgendwie Rinder drin oder Schafe, Schweine, was auch immer. Da kommt der nächste Zug. Glaube ich, so wie es sich angehört hat, oder? Gucken wir doch mal. Aus der Sicht einer Kuh. Oh. Finkenzell Bahnhof. Ah, irgendwas kommt da hinten um die Ecke. Ah, da kommt doch was. Ah ja, und sonst Baureihe 218. Mit einem Nahverkehrszug. Silberlinge am Haken. Ich glaube, ja, genau. Einer ist noch Chromdioxidgrün. Alles aus der alten Zeit. Mal so genommen, so was der Restpostenmarkt so hergegeben hat. Ja. Nein, ist nicht so. Ihr wisst doch, ich spiele gerne so Epoche 3 und 4. Das ist eigentlich ganz stimmig. Wagen der ersten und zweiten Klasse halten in Abschnitt A. Der Rest JWD. So, so sieht es also aus dieser Perspektive aus. Ja, so ist es. Ne? Dann gehen wir mal hier rüber. Hier ist was passiert. Mist. So, hier. Feuerwehr steht da. Oh, oh. Hier ist der Schuppen abgefackelt. Man guckt noch ganz besorgt da rein. Na, das Zeug liegt da draußen. Wenn man reinschaut, oh, oh, oh. Da schwelt noch was.
Mist. Feuer. Ihr seht es hier. Nur so ein Rest der Deckenkonstruktion da. Hier schwarze Brühe, Löschwasser und Ruß. Ja. Hier auch Schutt und Asche. Ja, Fässer schwarz, verbrannt. Ja. Alles kaputt. LKW auch. Reifen platt, angeschmort. Fässer dampfen noch. Ja, auch hier Motorhaube dampft noch. Das ist leider nicht gut ausgegangen. Ja, seht ihr, die Balken liegen da. Ja, ist die Feuerwehr deswegen noch vor Ort. Muss halt gucken, dass hier nicht nochmal irgendwie Glut rausfliegt oder so. Ihr seht auch, das Fass raucht noch schwarz hier so, ne? War irgendwie Lacke drin oder so. Man weiß nicht, was passiert ist. Ja, hier, aber irgendwie ist hier noch was im Argen. Deswegen ist die Feuerwehr noch da und guckt halt so, dass der schwelende Brand da nicht noch weiteres Feuer verursacht. Aber die Büschchen hier sind so ein bisschen, haben die Hitze nicht standgehalten, sind jetzt gelb. Ja, ist ja so bei Feuer auch, das Gras ist jetzt so braun. Boah, ist wie so ein bisschen kaputt. So, jetzt hier dieser Zwangsbahnhof, so nenne ich ihn mal. Musste ich bauen, weil der andere nicht funktional war. Aber ich habe überall halt die Industrien versteckt, dass halt auch hier Leben in der Bude ist, mit Transport auch. Ja? Das Spiel heißt ja auch Transportfieber. Ja, auf Deutsch. Transport Fever auf Neudeutsch. Und deswegen soll auch hier was passieren. Also haben wir jetzt einen Bahnhof, weil der andere mir was hustet. Das ist also so ein kleiner, hier so in der schiefen Ebene gelegene, ein bisschen zugewucherte, ihr seht hier, majestätisch großer Bahnsteig, so voll geladen mit Zeug. Und da hat man halt hier so eine Verwaltung, Bahnhofsverwaltung oder Güterverwaltung, auch hier mal geparkt, alles alte Gebäude, hier kann man draußen sitzen, wenn man mag. Lager ist leer, steht die Tür offen. Rampe zum Hochfahren. Ja, und hier ist so ein Unterstand. Da verlädt man, oder da lädt man so Sachen aus wie Heu, Kohle, Steine, Kies, Sand. Das wird hier reingeladen. Und das kommt also hier dann wieder auf Waggons. Oder die schütten es aus und die können es dann auf die LKW laden. Auch hier wieder, sucht euch aus, was ihr wollt. Auf jeden Fall so ein Unterstand nur für so Rieselgut, nenne ich es mal. Ja, der wollte seine Hühner hier auch abliefern. Dumm ist Klappe aufgegangen, Hühner raus. So, muss er die Hühner jetzt zusammensuchen und wieder da einfärchen. Der kichert sich eins und guckt. Ja, die unterhalten sich hier, im LKW gekommen. Ja, der muss seine Hühner jetzt wieder einfangen. Ja? Sollen auch dahin, kommen dann auf den nächsten LKW oder wie auch immer. Also hier so eine kleine Verladung nochmal. Ihr seht auch, hier ist nochmal so ein alter Wasserkran, weil hier mit Dampfloks früher gefahren wurde. Ein altes Stellwerk, ich glaube von Mario Tator, ganz am Ende des Bahnsteigs. Ja, und so ist hier ein bisschen Güterverkehr immer so im Gange. Felder, hier kommt noch was hin. Ansonsten bleibt es, wie es ist. Wie ich schon sagte, ich mag das, wenn es so grün ist. Ja, so sieht das Ganze also von hier schon mal aus. Ihr seht, es ist alles sehr ländlich, ja, auch sehr schön. Das kann man auch die Ruhe genießen. Ja, so ein Rondell, dass die LKW wieder fahren können. Ja, und jetzt, wenn wir hier rüber fliegen, kommen wir wieder zu zwei größeren Höfen. Ja, da ist auch was dabei. Das gibt es so noch nicht an Assets. Ja, deswegen fragt mich nicht, woher es ist. Noch verrate ich es nicht. Auf jeden Fall hier zwei Häuschen von Siri, diesmal ohne Fachwerk. Und hier so ein Unterstand, so Strohballen. Mal in Folie, mal ohne. Bretter. Ja, und auch hier alte Silos. Ihr seht, offen, nichts mehr drin. Da war mal Wein drin. Ja, tatsächlich. Und hier war irgendeine Flüssigkeit. Und ja, hier so ein kleiner Brunnen. Und halt alles so ein bisschen ja, so. Hier fehlt noch ein bisschen Ausschmückung tatsächlich. Der ist noch nicht ganz fertig. Hier seht ihr, Stroh ist natürlich hier gelagert. Alte Fässer. Denn hier geht es zur Weide. Wir haben gerade zwei neue Tiere raufgebracht. Natürlich haben die einen Wasserbehälter, logisch, einen Unterstand, wie sich das gehört. Und hier so ein Wasserturm, ja, ein bisschen runtergeplätschert. Und hier ist auch so ein, ja, ich sag mal, so eine Viehstallung vielleicht. Ja. Wie gesagt, fehlt noch ein bisschen was. Und ein Feld direkt anliegend, nochmal ein kleines. Und hier seht ihr es auch, ist mal so ein kleiner, so ein Hang für Wein. Ja. Das macht man jetzt in Stahlbehältern in einem der Gebäude. Nicht mehr da in den alten, die rosten da jetzt vor sich hin. Und guck mal, auch ein imposanter Anblick so auf diese Brücke, oder? Wenn wir jetzt mal runtergehen. Oh, ja, auf Weinbergshöhe. Ui, Zug quietscht im Hintergrund. Sieht das schon krass aus, oder?
so durchs Tal. Das ist das, was ich auch so ein bisschen haben wollte. So ein paar schöne Brücken, die sich so hier so ins Gelände schmiegen, begrünt und umwachsen sind oder zum Teil freistehend sind. Boah, geht ein bisschen was optisch. Guck mal, ob wir vielleicht gleich einen Zug haben. Ja, da kommt einer. Ihr seht, der hält am Bahnhof. Der bringt also tatsächlich auch Stahl, Kunststoff, ich glaube auch Bretter und so ein Zeug. Nee, Stahl und Kunststoff, damit hier oben die Industrie auch Waren produzieren kann. Hält er da. Und wenn er gleich loskesselt, fährt er über diese Brücke. Und das sieht schon nett aus. Müsstet ihr auch in der einen oder anderen Aufnahme bereits gesehen haben. So Modellbahn-Feeling. Ja, ist ausgeladen. Gucken wir mal so lange nochmal hier rüber. Windmühle. Ist doch ein toller Blick, oder? Ist, glaube ich, auch mal ein Dings wert hier. Ein Foto. Machen wir hier ein Foto. Zack. Ah, schön. Braucht ewig. Windmühle. So, drehen wir uns nochmal um, schauen dem Zug zu. Fährt er jetzt hier runter. Ein kleines Stellwerk vorbei. So. Und dann Abmarsch hier übers Tal. Also ist schon beeindruckende Optik, oder? Ah, ich glaube, es ist auch ein Foto wert, oder? Das meint ihr? Machen wir hier nochmal ein Foto auf die Schnelle. Zack. Ah, gut. Weiter geht's. Schau mal, was sich da drüben jetzt also noch so tut. Müssen wir ein Stück höher gehen wieder. Sonst kleben wir in den Boden fest. Also, was ist das hier? Warum steht das hier so rum? Also steht nur hier rum, weil es angeliefert wurde. Ah, ihr seht, hier ist einer drauf. Oh, da ist eine Leiter. Ah, nächster Zug. Majestätisch, oder? Ja, ist das was angeliefert worden? Neue Gerätschaft irgendwie für den Hof. Schweres Gerät. Ja, auch hier der Sohn ist da. Bauern sind da. LKW ist schon weg. Jetzt müssen sie zusehen, wie sie klarkommen. Das auspacken. Oh. Ja, das stellen die dann dahin, da wo der Rest schon steht. Ja, und ihr seht hier zwei neue Gebäude. Ja, das ist, ich sag mal so etwas, das wird kommen. Das ist so, wird so ein Güterschuppen sein. Jetzt steht es aber hier schon mal und macht sich gut. Ich habe es als Unterstand genutzt. Und hier nebenan, hier muss noch ein bisschen innen ausdekoriert werden. Das ist so eine Halle des Bauern. Ihr seht es hier. Da parkt er so seine Hänger drin. Und hier kommt noch was rein. Da kommt noch Gerät rein, Kompressor, Hackholz und so ein Zeug. Das ist also das ist eine Lagerhalle hier. Und ja, hier abgesperrt, das ist also ein Treibstoffbehälter, was er nicht dagegen semmelt. Das ist also Pfosten. Und das kleine Bauernhaus. Und hier auch so ein Unterstand nochmal, was gelagert. Ja, und hier hat der so seinen Zugang zur Weide. Das sind zwei Weiden hier, die und die. Abgetrennt, da ist für die Pferde nochmal ein Stück. Ja, hier überall hört man Züge fahren. Das ist unterirdisch im Tunnel. Hier ist ein LKW. Ja. Der nimmt hier mit. Ja, weil das Ding, was ich hingebaut habe, ist nämlich eine Mini-Industrie. So. Kühe, Pferde, schöner Ausblick. Hier drüben, schön im Schatten, Tränke. Hier hinterm Haus halt auch wieder, ich muss sagen, hinterm Baum, hinterm Haus. Hackholz, Gas für Wasser und Heizung sitzen. Und hier kommt noch das eine oder andere hin. Hier will ich noch so ein kleines Blumenbeet machen. Und vielleicht noch eine Schaukel, Kinderspielzeug, was auch immer. Muss ich mir noch einfallen lassen. Das war auch die Folge hier, in der oder die, das Eck, in der ich, an dem ich in der Folge mit dem Siri-Interview gearbeitet hatte. Ja, das Eck müsstet ihr also kennen. So sieht es jetzt final aus im Großen und Ganzen. Ja, wenn man mal guckt von hier, kam auch ganz viel von Mario Tatos neuer Textur zum Einsatz. Wiese, Disteln, Nesseln, Pipapo. Hat schon was, oder? Muss man schon mal ganz ehrlich sagen. Mach noch mal ein Foto. Jetzt, wo der Zug weggefahren ist, wo der Zug abgefahren ist. Ja, liebe Freunde. Soweit also tatsächlich hier dieser Part oder Bauabschnitt Finkenzell. Ihr seht, hier ist noch ein bisschen was
frei. Da plane ich jetzt also noch das ein oder andere hinzubauen. Diesen kleinen Weinhang, so nenne ich ihn mal. Ist ja kein Weinberg, kein echter Weinhang. Werde ich noch ein Stück weit erweitern. Hier kommen noch ein paar Trampelpfade dazu. Das ein oder andere Fahrzeug. Und hier noch ein Stück Feld oder ein Stück Weide. Und ja, hier an der Straße auch. Hier gegenüber von dem Getränkehändler seht ihr Sonnenblumenfeld. Ja. Dem gehört das. Man spricht mit der Dame, schenkt ihr vielleicht einen Strauß Sonnenblumen, freut sich. Trecker ist unterwegs. Ach, so eine tolle Atmosphäre, oder? Was sage ich da immer? Das ist so ein Foto wert, oder? Ja, sehr schön. Was sind die Pläne für die Zukunft? Also zum einen die Ausgestaltung der noch freien Abschnitte. Könnt ihr euch ja was aussuchen, habe ich ja erwähnt. Und ansonsten, wenn es euch egal ist, dann würden wir hinten weitergehen. Ihr seht, da kommt das eine oder andere noch. Ja, ihr seht ja auch, hier ist eine Bahnstrecke. Und da kommen dann so die nächsten kleinen Dinger. Wobei, die könnten wir eigentlich schon mal mit reinnehmen, oder? Wollen wir? Nee. Wollen wir schon? Nee. Oder doch? Nee. Nee, wollen wir nicht. Ja, ihr seht, da geht noch einiges da hinten. Und ich mache nochmal einen kurzen Überflug. Mal gucken, ohne dass ich schon zu sehr spoiler. Ah, man kann da hinten ein bisschen was erahnen. Also ihr seht, da kommt noch das eine oder andere. Können wir gespannt sein. Und ihr seht ja auch hier, Straßenschilder sind größtenteils schon gesetzt. Hier ist halt für den Bahnübergang. Vorfahrtstraße habe ich ja markiert. Abknickende Vorfahrt. Ihr seht hier Ortsschilder. Geschwindigkeitsbeschränkung. Also ich mag das, das gehört für mich dazu, was so das detaillierte Ausgestalten angeht. Hier Schildchen, hier, hier, überall was, Pizza, auch hier Bahnübergang, Ankündigung, Bahnhofshinweis, hier seht ihr es. Ne? Und ach, wir waren in diesem Eck ja noch gar nicht, sehe ich gerade, oder? Ne, stimmt. Ah, hier, nochmal um das zu Ende zu bringen. Ihr seht hier, die reparieren den Zaun. Also so ein Jägerzaun wird neu gemacht, abgenommen, gestrichen, geschliffen. Hier kann man ins Wasser runtergehen. Hier wollte ich ein Bötchen reinsetzen oder so. Und ja, hier hinten in der Straße. Sehr ruhig. Ihr seht es hier. Kleine Terrasse gebaut. Bötchen. Ja, kann da sitzen. Und so guckt man dann halt den Zügen zu. Ne? Hier. So schön klassisch alt. Also ich finde, das hat durchaus was. Warum klippt denn das Haus da immer raus? Ist ja blöd. So. Und ja, die Nachbarn gegenüber auch haben ihre Autos geparkt. Und ihr seht auch hier in den Gärtchen immer so ein bisschen was gemacht. Tischstühle, kleines Beet, noch ein kleines Beet, Fahrräder geparkt. Ja. Also überall so eine Kleinigkeit hingestellt so zur Ausgestaltung. Auch hier. Ansonsten hier zugewuchert, da geht es ja dann hier, Rangierhalttafel, da geht es dann hier runter zum Gewässer. Und die brauchen kein Zaun, die sagen, er bin ja nicht doof, weiß ja, dass er runter geht. Ja. Genau. Und jetzt müsste ich aber wirklich alles haben, oder? Habe ich was vergessen? Ne, ich glaube es nicht. Ne? Das müsste gewesen sein. Ja, genau, das war es tatsächlich an dieser Stelle. Ja, damit sind wir in Finkenzell durch. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einige Impressionen gewinnen. Ich mache das jetzt nicht mehr so, dass ich am Ende nochmal so Nahaufnahmen dazu rechtschneide, weil... ja, ab Minute 20 eh keiner mehr zuguckt. Wenn ihr also mal eine Folge wollt, nur mit Nahaufnahmen, so à la Modellbahn-Feeling, dann mache ich das sehr gerne. Schreibt es mir in die Kommentare, weil ihr seht, sieht schon super aus. Ne? Wenn wir mal runtergehen, schnell, schnell, schnell. Ja. Also kann man auch tatsächlich gucken. Also wenn ihr das möchtet, sehr gerne, weil ich mache das auch. Ich sage dir auch, ich gestalte immer alles aus, weil ich ja da auch gerne spiele, tatsächlich. Ja? Und guck mir das auch gerne so aus der Nähe an, so wie jetzt hier so zum Beispiel. Wenn ihr also ein paar Aufnahmen wollt, ja, Nahaufnahmen, Impressionen, dann schreibt mir das rein, dann mache ich das gerne für euch. Eine Folge, nur Impressionen in Nahaufnahme aus Finkenzell. Bis wir zum nächsten Abschnitt kommen. Ja. Damit war es das für diese Folge. Ich verabschiede mich und die 110-245-6 mit ihrem Nahverkehrszug Wagen ersten Klasse halten den Abschnitt 1 oder A, der Rest am A der Welt. In dem Sinne, gehabt euch wohl, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss.